In China gab es einen handfesten Bilanzskandal bei Brilliance China Automotive. Das ist nicht irgendwer, sondern es ist einer der wichtigsten Autokonzerne in China und der wichtigste China-Partner von BMW. Die Aktie ist jetzt wieder handelbar, sie ist aber letzten Mittwoch erstmal um über 60% eingebrochen. Was heißt es für die Aktionäre von Brilliance China? Was heißt es möglicherweise für BMW? Haben wir da unkalkulierbare Risiken oder ist es alles, wenn sich der Staub wieder legt, vielleicht sogar eine Chance? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Energiekrise fordert ihre ersten Opfer. Bei mir ist zum Beispiel jetzt eine Zimmerpflanze erfroren, behaupte ich zumindest mal. Wir müssen aber natürlich wie immer erstmal die Ergebnisse der Gerichtsmedizin abwarten. Wir sind in vielerlei Hinsicht immer noch in einem schwierigen Umfeld. Das eben nur mal zur Erinnerung, weil wir heute nicht über dieses Umfeld sprechen, sondern wir sprechen über Einzelaktien, die man aber eben auch nie isoliert betrachten kann. Das Interesse an Einzelaktien geht natürlich zurück im Moment, weil viele den Eindruck haben, das bringt mir nichts in so einer Marktphase, ist auch völlig nachvollziehbar. Ich finde es trotzdem immer gut, wenn man so ein bisschen weiß, was bei dem einen oder anderen Unternehmen passiert ist. Und manche Anleger sind ja auch wieder auf Schnäppchenjagd schon und andere informieren sich aber dann vielleicht eher für einen späteren Zeitpunkt. Man muss sich nur immer darüber klar sein, das, was man immer sagen kann zur fundamentalen Lage von einem Unternehmen, das ist nicht immer das einzig Entscheidende. Und es gilt auch nicht nur in schwierigen Marktphasen so wie jetzt, sondern es gilt in jeder Marktphase. Heute geht es um einen relativ brisanten Fall, das finde ich zumindest, auch wenn ich da anscheinend fast der Einzige bin in diesem unseren Lande. Es geht um Brilliance China Automotive. Brilliance China Automotive ist ein börsennotierter chinesischer Autokonzern, der groß geworden ist durch sein China-Venture mit BMW. Und früher war es so, wer in China Autos bauen wollte, der musste zusammenarbeiten mit einem chinesischen Partner und der hat dann auch mindestens 50% der Anteile gehabt von so einem Gemeinschaftsunternehmen. Und das hat den ausländischen Autokonzernen natürlich nicht so besonders gut gefallen und es ist jetzt auch nicht mehr so. Und 2018, als das Ganze geändert worden ist, da hat BMW gesagt, wir wollen unseren Anteil aufstocken an diesem Venture von 50 auf 75%, dafür zahlen wir 3,6 Millionen Euro. Brilliance China sind dann erstmal ziemlich gefallen. Das hier ist von TradingView der Chart in Hongkong-Dollar von 2017 bis 2021. 2018 war dann auch noch ein ziemlich schlechtes Autojahr in China. Und dann eben auch noch diese Meldung, das hat belastet. Anfang 2018 waren sie teilweise bei 21 Hongkong-Dollar, sind dann aber zum Teil gefallen auf unter 7 Hongkong-Dollar. Sie haben sich also gedrittelt in diesem Jahr und sind dann auch unten geblieben erstmal. Weil man hat ja gewusst, das Venture ist hochprofitabel, aber statt der 40,5%, die sie vorher gehabt haben, haben sie dann nur noch 15,5%, weil 9,5% gehören der Stadt Shenzhen und wenn BMW 75% hat, haben sie dann eben nur noch 15,5%. Ich habe es nach einer Zeit aber wieder eher positiv gesehen, weil der Börsenwert war irgendwann mal unter diesen 3,6 Milliarden Euro, die BMW nur für diesen 25% Anteil zahlen wollte. Und es ist ja eigentlich dann auch beschlossen worden, dass Brilliance diesen Ertrag ausschüttet als Sonderdividende. Das wären dann 6 bis 6,5 Hongkong-Dollar je Aktie gewesen, also fast der komplette Börsenwert. Nur eines Tages im März 2021, da hieß es dann plötzlich, man kann den Jahresbericht nicht fristgerecht vorlegen. Und die Aktie ist vom Handel ausgesetzt worden und das war's dann für 1,5 Jahre.
Das war schon drastisch. Und wie gesagt, es ist ja der wichtigste Partner von BMW auf dem chinesischen Markt. Und der chinesische Markt ist für BMW sehr wichtig. Der Absatzanteil von China jetzt auch wieder in den ersten 9 Monaten war bei 34%, also nur noch ganz leicht unter dem kompletten europäischen Markt und deutlich auch über dem US-Markt und Tendenz steigend. Und vor dem Hintergrund, dass der chinesische Partner offensichtlich Probleme hat, da wäre es schon interessant gewesen, dazu auch von BMW mal ein bisschen mehr zu hören. Da kam aber so gut wie nichts, auch im zusammengefassten Lagebericht im Jahresbericht 2021, wo Brilliance China ja schon fast ein Jahr vom Handel ausgesetzt war, kein Wort zu dem Thema. Man hat immer nur gesagt, wir investieren, wir glauben an China und sie haben dann ja in Zhenjiang nochmal ein Werk hochgezogen, das bis jetzt größte auch. Und dadurch, dass sie auch die zusätzlichen Anteile an dem Venture jetzt haben, haben sie das auch voll konsolidiert und damit im ersten Quartal jetzt einen Sondergewinn erzielt und damit ihren Vorsteuergewinn vervierfacht. Aber kein Wort zu den Problemen von Brilliance China. Und auch sonst nicht in den Medien. Das hat ja so gut wie nicht stattgefunden. 2020 ist die Huaxin Automotive Group pleite gegangen. Das war die staatliche Konzernmutter von Brilliance. Und die Manager da sind auch verurteilt worden zu hohen Strafen. Das war bereits ein bisschen komisch. Man hat da aber noch sagen können, ja, Huaxin kontrolliert ja Brilliance nicht mehr und es betrifft ja auch nicht das Venture mit BMW. Jetzt weiß man aber, eine Tochtergesellschaft von Brilliance, die hat vorher noch Huaxin eben Kredite gegeben und Kreditgarantien auch und das anscheinend an der Führung von Brilliance vorbei. Das waren dann wohl irgendwelche alten Seilschaften und daraus ist Brilliance dann eben jetzt ein Verlust entstanden von 2,4 Milliarden RMB oder umgerechnet 330 Millionen Dollar. Das wissen wir jetzt. Es ist auch verkraftbar und man kann auch jetzt immer noch sagen, naja, das BMW-Venture betrifft es ja immer noch nicht. Aber es ist natürlich ein Riesenschaden für die Glaubwürdigkeit und für das Standing da in China. Und außerdem, es hätte ja sonst was sein können. Also was zum Beispiel, wenn Brilliance jetzt eben auch untergegangen wäre und die Venture-Anteile aber vorher noch irgendwas besichert hätten und irgendwie dann in der Insolvenzmasse gelandet werden, sodass dann vielleicht die Mehrheitsübernahme geplatzt wäre. Und es hat ja dann auch Gerüchte gegeben, dass Brilliance zum Beispiel von FAW übernommen wird. Und dann hätte BMW da plötzlich einen 100% Staatskonzern aus China mit im Boot gehabt. Aber wie auch immer, also anscheinend ist es ja noch halbwegs gut ausgegangen für BMW sowieso, letztlich auch für Brilliance, aber jetzt eben nicht unbedingt für die Brilliance-Aktionäre, weil wie gesagt, am ersten Handelstag letzte Woche, da sind sie erstmal um 60% abgestürzt und jetzt sieht das Ganze so aus, wir sind jetzt nur noch bei 3 Hongkong-Dollar 20. Jetzt kann man aber natürlich sagen, diese alte interessante Konstellation, dass Brilliance unter dem bewertet wird, was BMW nur für diesen 25% Anteil bezahlt hat, die Konstellation haben wir ja immer noch und sogar verschärft jetzt noch. Das ist auch so. Die Aktie wird eben gehandelt zu 3 Hongkong-Dollar 20 ungefähr. Sie haben aber allein schon 4 Hongkong-Dollar Netto-Cash und aber immer noch zusätzlich 15,5% der Anteile an einem Venture mit einem der erfolgreichsten Autohersteller der Welt. Und jetzt steigt die Aktie auch wieder in einem schwierigen Umfeld gegen den Trend und der Gewinn, der aus diesem Venture-Anteil kommen wird in Zukunft, der ist jetzt natürlich nicht mehr so hoch. Aber wichtig ist schon, die Aktie notiert 70% unter Buchwert, und das ist schon ein Wort. Und wie gesagt, allein das Netto-Cash 25% über dem letzten Kurs. Und da arbeitet sie sich auch gerade wieder hin. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie deutlich drüber rausgeht. Von daher, wenn man sich an so eine Aktie rantraut und wenn man sich da jetzt auch zügig rantrauen würde, dann ist es sicherlich eine Aktie, mit der kann man kurzfristig 10, 20, vielleicht auch 30% machen. Ich halte es sogar für ziemlich wahrscheinlich, dass es so wird, aber erstmal wahrscheinlich auch nicht mehr, weil wie gesagt, wir haben einen großen Glaubwürdigkeitsschaden.
der wird auch erstmal nachwirken am Markt. Und wie bei allem, was ich sage hier, das ist nur meine unmaßgebliche Privatmeinung, darüber nachdenken und darüber recherchieren und das für sich selber auch einordnen, das müssen Sie natürlich selbst tun. Und zur Aktie von BMW, da habe ich noch nicht mal eine Meinung. Hier ist jetzt mal der 5-Jahres-Chart. Sie hat natürlich auch gelitten dieses Jahr. Es ist eine zyklische Aktie. Sie liegt aber eben auch unter Buchwert, deutlich unter Buchwert inzwischen. Es ist ein KGV von unter 4. Das relativiert sich sicher noch in der momentanen Wirtschaftslage. Ich gehe aber schon davon aus, dass es eine überdurchschnittliche Autoaktie ist und ich habe auch den Verdacht, dass man den Autosektor grundsätzlich gerade vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil die Rohstoffpreise zum Beispiel, die fallen ja wieder, also Stahl und Aluminium und solche Sachen und die Halbleiterknappheit verbessert sich ja anscheinend wieder. Und es ist ja eben vielleicht auch noch ein gewisser Nachfrageüberhang aus den letzten Jahren immer noch da, möglicherweise. Man darf die Krise, die wir gerade haben, nicht auf die leichte Schulter nehmen da, aber vielleicht schneiden ja die Autokonzerne am Ende doch ein bisschen besser ab, als man das gerade denkt am Markt. Okay, ich darf noch hinweisen auf unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report außerdem. Da geht es auch um China, um den 20. Parteikongress nämlich. Das ist ein großes Ereignis in China, immens wichtig mit großen langfristigen Weichenstellungen wahrscheinlich wieder, wo sich im Vorfeld natürlich auch die Anleger den Kopf zerbrechen, was da jetzt kommen könnte. Und das machen wir für Sie diesmal. Der Report ist schon in Arbeit und Sie erfahren da eben nächste Woche, wo man bei dem Parteikongress diesmal hellhörig sein muss als Anleger. Die Reports sind wie immer gratis von uns. Sie müssen sich nur eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber ganz kurz nochmal zu Brilliance China. Ich sehe die Kommentare hier ja schon vor mir, so in die Richtung, da sieht man's mal wieder, Aktien aus China, alles Verbrecherbuden, Lug und Trug, denen kann man einfach nicht trauen. Ich sehe das definitiv nicht so. Es gibt Bereiche, so wie vielleicht die Reverse Merger in USA, das würde ich auch nicht unbedingt anfassen. Aber bei Hongkong-Aktien ist es schon anders. Da wird streng reguliert. Hongkong ist eine strenge Börse, hat auch strenge Listing-Kriterien. Und man hat es ja auch bei Brilliance China gesehen, wo sie eben auch schnell und hart reagiert haben. Das ist nicht so wie bei uns bei Wirecard, dass man da ewig die Bilanzvorlage verschieben kann und den Markt vertrösten kann und gleichzeitig geht dann die Aufsicht noch gegen negative Berichterstattung vor oder sowas. Es hat auch in China Skandale gegeben, einige, die hat es aber natürlich auch im Westen gegeben. Enron, WorldCom, Parmalat, Steinhoff und wie sie alle heißen. Auch das waren riesige Pleiten und man wird es auch nie wirklich verhindern können, befürchte ich, wenn eben entsprechend kriminelle Energie da ist. Aber meiner Meinung nach ist es eben nicht so, dass jetzt die Strukturen an der Börse Hongkong und von da kommen die meisten China-Aktien, die man bei uns handeln kann, dass die das in irgendeiner Weise begünstigen würden. Aber natürlich ist es umso bitterer, dass das bei Brilliance China dann eben doch passiert ist. Stand heute können wir aber wenigstens sagen, es sind anscheinend alle nochmal mit einem blauen Auge davongekommen und Brilliance China liegt jetzt wenigstens nicht auf dem Obduktionstisch. Wenn sie das täten, dann wüssten wir zwar jetzt wahrscheinlich ganz genau, was alles passiert ist, aber wie immer ist es dann auch so, dass wir nichts mehr davon hätten. Alles klar, denken Sie noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, diesmal wie gesagt zum 20. Parteikongress in China auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.